There's a first time for everything. The first time you heard the anthem. The first time you found the back of the net. The first time you vividly remember technique and timing meeting hope. With a breathtaking goal. The first time you delivered when it mattered most. The first time you saw your team line up for a Champions League game. The first time you had your heart broken. The first time you became truly unstoppable. Sergio Ramos to the rescue for us. The first time you heard them yell. The first trophy. The first time the focus. The first hat-trick. The first big win. The first time you did something first. The first ever E-Champions League. So, hallo liebe Leute, hier ist euer KillerBär79 Gaming. So, hier die Ankündigung für das Abonnententurnier. Wer der Beste ist. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Wer weiß euch mit den originalen Mannschaften wie Bayern, bin ich, die steuere ich, aber beispielsweise Schalke, Dortmund und oder aus der zweiten Bundesliga, beispielsweise Magdeburg, Kiel, HSV oder so, Köln. Oder aus der dritten Liga, Hansa Rostock, Groß Asbach. Könnt ihr alle aus so deutschen Mannschaften nehmen, von der ersten bis zur dritten Liga. Regeln sind ganz einfach, Halbzeitlänge muss 6 Minuten sein, Steuerung muss auf alle, das heißt klassisch, keine 2-Tasten-Kombination, Trainer muss ausgeschaltet sein, unbedingt Trainer muss aus, das heißt, ihr geht auf den Controller drauf und macht Trainer aus, wenn ihr das anhabt. Ja, Spielgeschwindigkeit muss auf normal sein und Mannschaftstyp muss auf 85 sein. Dann habt ihr, so ich weiß, jeder Spieler 85 Stärke. Dann ist es auch für jeden fair, um auch zu gewinnen. Dann ist das Spiel auch spannender und macht auch mehr Spaß für beide Gegner. Ja, wie läuft es ab? Erstens, sind wir genug Leute? Das heißt, sagen wir mal 6 oder 10 Leute. Ich hoffe es, bei 10 würde ich mich richtig freuen. Nehmen wir mal an, wir sind 10 Leute, dann kommt die erste Partie. Derjenige, ich würde noch ein Video raushauen, wann die Liga beginnt. Dann kriegt derjenige eine Nachricht von mir über PSN. Beide Gegner, wie viel Uhr die spielen. Die laden mich dann in der Party ein. Einer von den beiden macht Shareplay an. Ich gehe auf Shareplay drauf, nehme das Spiel auf. Ich habe beide auf stumm geschaltet, weil ich das Spiel dann kommentiere. Nach dem Spiel tue ich beide entstummen und frage beide dann, wie die das Spiel gesehen haben oder wie die es gefunden haben. Es wird dann ein richtiges Live-Interview, oder nicht Live-Interview, ist ja eher eine Aufnahme von mir, aber es wird dann ein Interview geben und ihr könnt dann sagen, oh, es war super, hat eigentlich super alles funktioniert. Oder der andere sagt dann, ah, war nicht so gut, ich bin heute nicht ins Spiel gekommen, hab's leider nicht geschafft und so weiter, ne? Ihr wisst ja. So, dafür müsst ihr unten in den Kommentar reinschreiben, euer PSN-Name, wie ihr über hier PSN heißt und welche Mannschaft ihr spielt. Ich gebe gleich preis, welche Mannschaft schon vergeben sind. So, FC Bayern München spiele ich. Keine Angst, die haben nicht die Stärke wie in echt, sage ich jetzt mal. Jeder Spieler müsste dann auch 85 Stärke sein. Müsste ja fair ablaufen. Dann haben wir Hertha BSC Berlin ist belegt von Dragonfire, genannt Leon. Dann haben wir Wolfsburg ist belegt von Udo, von dem Wubi. Und dann haben wir die dritte Liga, die auch einer spielt, eine Mannschaft. Das wäre Hansa Rostock. Finde ich nice, dass einer von der dritten Liga die Mannschaft nimmt. Aber die würden auch 85er-Werte kriegen, so ich weiß. Ja, damit habt ihr gesehen, sind wir schon ungefähr, warte,
Hansa Rostock, Bayern München, Wolfsburg, Hertha, 4 Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen möchtet, um euch zu beweisen, wer der Beste ist bei FIFA und hier in Bayern, mir auf meinem Kanal, wer Abonnentenmeister wird. Es wäre nice, wenn ihr den eigenen, wie sagt man das, Killerbär schlägt in den eigenen Kanal. Da könnt ihr auch richtig rumprosen, sag ich mal, könnt ihr auch sagen, ah, ich habe Killerbär geschlagen auf seinen eigenen Kanal. Damit kann ich leben. Ist nicht so schlimm. Aber ihr habt es dann auch verdient, wenn ihr es geschafft habt. Aber dafür müsst ihr auch erst mitmachen. Deswegen, würdet Abonnent, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr, wann das Turnier anfängt. Und nicht vergessen, unten in den Kommentar unter dem Video schreiben, wie euer PSN-Name lautet und welche Mannschaft ihr spielen möchtet. Und dann schreibe ich euch rein und dann gebe ich dann in ein paar Tagen ein Video raus, wann die Liga beginnt. Und dann viel Spaß mit mir und mit den anderen. Regeln sind, fair zu bleiben. Es wird keiner beleidigt. Beleidigt irgendeiner. Ein Gegner. Das heißt auf gut Deutsch so ungefähr, du kannst ja nichts, du bist scheiße oder so. Derjenige kriegt eine Verwarnung von mir. Macht das zum zweiten Mal. Wird er disqualifiziert für das Spiel. Das heißt, der andere gewinnt das Spiel und er verliert das Spiel. Passiert es beim nächsten Spiel nochmal, wird er komplett disqualifiziert. Das heißt, er wird aus dem Turnier genommen, dass er gar nicht mitgemacht hat. Er wird komplett seine Punkte, seine Tore, alles werden gelöscht. Deswegen bleibt fair, wenn ihr mitmacht. Dann läuft alles super für euch und für mich und für die Gegner. Es ist nur ein Spiel. Na gut, das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn genug Leute mitmachen und Spaß haben. Und Regeln sind, hab PSN Plus und FIFA 19. Alles klar, euer Killerbär. Bis zum nächsten Mal.